So, willkommen zum zweiten Teil des kleinen Videozyklus zu Funktionen. In diesem Teil werden wir über die Begriffe Injektiv, Surjektiv und Bijektiv sprechen. Gut, es ist wichtig, sich für die Definitionen, die wir jetzt einführen werden, Bilder zurechtzulegen, die in eurem Kopf funktionieren können. Wir sprechen über abstrakte Funktionen, sehr abstrakte Eigenschaften. Ein typisches Bild, über das man gut reden kann, ist ein Pfeildiagramm für diesen sehr abstrakten Fall, wo man sich vorstellt, dass eine Funktion f gegeben ist durch Pfeile, die jedes Element aus x mit einem Element aus y verknüpfen, gegeben ist. Wenn x und y endliche Mengen sind und wir sie nebeneinander auflisten, dann ist es tatsächlich ein Pfeildiagramm. So ist es für uns nur eine Hilfe, um uns etwas vorstellen zu können. Funktion bedeutet, dass von einem Punkt nur ein Pfeil losgeht. Injektiv und Surjektiv sagt uns mehr darüber aus, wie sich diese Pfeile verhalten, außer dieser Tatsache. Also, hier ist die Definition. F x nach y heißt injektiv, wenn f von x1 gleich f von x2 impliziert, dass x1 gleich x2 ist. Wenn also jeder Wert, der angenommen wird, nur höchstens einmal angenommen wird. Sie heißt surjektiv, wenn für alle wenn für alle y es auch einen Punkt gibt, so dass y gleich f von x ist. Und sie heißt bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist. Gut, es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, wie diese Definitionen im Pfeildiagramm aussehen. Ich meine, ihr könnt auch andere Vorstellungen entwickeln, aber um es kurz durchzubesprechen, Injektivität bedeutet, dass jeder Punkt in Y, zu dem ein Pfeil hingeht, nur von einem Pfeil getroffen wird. Surjektivität heißt, dass jeder Punkt in Y von zumindest einem Pfeil getroffen wird. Er kann auch von vielen Pfeilen getroffen werden. Gut, in diesem Sinn werden wir uns gleich zwei Beispiele anschauen, die typisch sind. Wir schauen uns die folgende Funktion f an. Die ist auf dem R2 definiert und nimmt Werte in R an. Und f von
zwei Punkten AB aus dem R2, das ist definiert, also zwei Punkten von einem Punkt AB im R2, ist definiert als die Summe von A und B. Dann können wir uns natürlich fragen, ob F injektiv ist. Was müssen wir tun? Wir müssen uns ansehen, was F von A1 B1 ist gleich F von A2 B2 aussagt. Das sagt einfach aus, dass A1 plus B1 gleich A2 plus B2 ist, beziehungsweise dass der Punkt A1 B1 und der Punkt A2 B2 auf einer Geraden liegen, nämlich der 45 Grad Gerade, die die Verschiebung hat, die da passt. Also, es ist natürlich nicht injektiv, ja? Trotzdem, wir falsifizieren, wenn wir über Injektivität reden, ich gehe jetzt kurz zurück auf die vorhergehende Seite, wir falsifizieren einen für alle Quantor und das bedeutet, wir brauchen eigentlich nur ein Beispiel angeben, in dem die Bedingung nicht hält. Zum Beispiel ist f von 1, 0 gleich f von 0, 1, aber 1, 0 ungleich 0, 1. Damit haben wir die Injektivität ausgeschlossen. Surjektivität ja, Surjektivität ist auch einfach, weil wenn ich mir ein beliebiges R aus R vorgebe, dann wird das als Wert angenommen, weil ich kann ja einfach f von R0 gleich R plus 0 ist gleich R verwenden. Hier habe ich mir, Surjektivität ist unter Anführungszeichen fast ein bisschen schwieriger nachzurechnen, weil man muss sich ein beliebiges Element des Zielbereichs vorgeben und muss für dieses beliebige Element zumindest ein Element des Quellbereichs der Funktion konstruieren, das diesen Wert annimmt. Das ist natürlich etwas aufwendiger, als einfach ein Beispiel zu konstruieren von zwei Punkten, die denselben Wert annehmen, was die Verletzung der Surjektivitätsbedingung festlegt. Es ist natürlich nicht bijektiv, weil es nicht injektiv ist. Gut, in diesem Sinn, lasst uns noch ein Beispiel machen. Und zwar schauen wir uns die Funktion x geht über in x² an, also f von r nach R, f von x ist gleich x². Diese Funktion ist nicht injektiv. Weil ja f von minus 1 gleich f von 1 ist. Sie ist auch nicht surjektiv. Weil minus 1 kein Element von der Wertemenge f von r ist gleich
kein Element der Wertemenge ist. Also damit ist sie auch nicht bijektiv natürlich. Aber hier können wir skizzieren und wir können uns ein bisschen Gedanken darüber machen, warum das schief geht. Warum das schief geht, ist einfach. Wenn ich mir hier einen Punkt vorgebe, finde ich zwei Urpunkte. Das ist der Grund, warum die Injektivität schief geht. Der Grund, warum die Surjektivität schief geht, ist, dass diese ganze Menge hier ausgelassen wird. Wenn ich meine Funktion ein bisschen auch nur modifiziere, in dem Fall muss ich einfach den Quell- und den Wertebereich adaptieren. Zum Beispiel kann ich g von r plus vereinigt mit der 0 nach r plus vereinigt mit der 0 definieren als g von x ist gleich x Quadrat. Das heißt, die Vorschrift ist dieselbe, nur der Wertebereich und der Zielbereich ist ein anderer. Ja, wenn ich das tue, dann sehe ich, dass g sogar bijektiv ist. Und ich lade euch ein, das nachzurechnen. Und beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über die Wertemenge einer Funktion und über andere Arten, Injektivität, Surjektivität und Bijektivität festzustellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.